Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen bei Shenwich TV und zu einer neuen wunderschönen Farmroute. Heute Sakura-Blüten. Absolut nervig, ja. Ich habe da auch noch keinen Link für fertig gemacht. Wenn ich einen fertig machen kann, dann findet ihr ihn in der Beschreibung. Aber ich zeige euch das Ganze hier. Ich lasse mal kurz meine Maus einblenden, damit man so ein bisschen mehr sehen kann. Ohne Momento. So, okay. So, die Mitte hier ist der absolute Graus, ja. Wenn man da von oben drauf guckt, man checkt nichts und das ist auch okay so. Die Route hier, wie wir hier alles mitnehmen, auf den verschiedenen Höhen, werde ich euch gleich zeigen. Danach werden wir hier unten rauskommen. Und ja, dann, sobald wir den Berg hinter uns haben, das ist schon die halbe Farmroute quasi, dann geht's hier tatsächlich weiter in den Shinju-Wald. Hier hoch, hier rum, nehmen die Blüte noch mit. Und dann hier hoch, hier ein Schlenker nach da und ab hier wird dann geportet. Dann können wir erst hier importen. Das ist aber, und dann hier die drei holen und dann wieder zurückporten. Dann hier den Farmweg lang. Dann zum Kamisato-Anwesen, gehen aber erst nach oben, ja, weil das ist auf der untersten Ebene, also müssen wir erst den oberen holen, dann auf die zweithöchste und dann nach ganz unten springen, beziehungsweise hier rüberlaufen. So, gehen dann hier zurück, ja, nehmen uns ein Boot, fahren die einsame Scheiß-Sakura-Blüte an Arsch der Heide abholen. Ihr könnt die natürlich auch weglassen, wenn ihr sie nicht braucht, aber zur Farmroute gehört sie nun mal dazu. So, dann haben wir quasi den ganzen Bereich hier oben abgegrast. Dann porten wir uns hier hin, holen die. Dann können wir uns entweder hier importen oder einfach hier rüberlaufen. Holen die beiden. Dann geht's hier durchs Dorf und auf den Baum. Links auf dem grünen Streifen des Dorfes vorbei. Hier hoch und dann einmal noch porten. Zack, den letzten holen, direkt neben dem Portstein. Und dann sollten wir 75 haben. Nur ist es so, dass ich die Farmroute natürlich zum Üben abgelaufen bin. Und eine Sakura-Blüte fehlt bei mir. Die ist einfach nicht da. Ich habe sie nicht gefarmt oder so, dass sie noch nicht respawned ist. Aber die ist einfach nicht da. Ja, ist halt einfach so. So. Ich sage euch, wo das ist, damit die bei euch hoffentlich da ist. Vielleicht ist sie auch nur direkt nach dem Abschluss von der Sakura-Blütenquest da. Die müsst ihr natürlich, ne, die Reinigung der heiligen Sakura müsst ihr abgeschlossen haben, damit ihr die alle sammeln könnt, die hier in dieser Farmroute enthalten sind. Die Quest dazu verlinke ich euch natürlich auch in die Beschreibung. Die ist mit Timestamps, also könnt ihr da so ein bisschen rumspulen, falls ihr die noch nicht erledigt habt. Ist eine sehr lange Questreihe. So, wir beginnen, also ich stehe schon da, aber ich teleportiere jetzt mal so spaßeshalber trotzdem nochmal hin. Wir beginnen hier bei dem Teleporter und laufen dann hier einmal um die Bäume rum. So, ich habe Lisa drin, einfach weil wir Elektro brauchen, um die Sakura-Blüten zu materialisieren. Sayu hätte ich normalerweise an der Stelle wegen ihrem Rollen, allerdings ist es hier tatsächlich so, dass das Gelände sehr unwegsam ist und man dann ständig überall hängen bleibt und das ist sehr nervig und deswegen kann man Sayu nicht ganz so gut gebrauchen, zumindest nicht an vielen Stellen nicht, an manchen schon, an vielen nicht. So, und wir brauchen halt ein Elektro und Razor ist natürlich hier drin, der könnte das übernehmen, aber der hat halt 5 Sekunden Cooldown. Und wenn die halt mal dichter beieinander stehen oder man das schnell erledigen will, kann das halt ein Problem werden. So, jetzt sind wir einmal rum, sind runtergesprungen. Und jetzt porten wir wieder hoch. Ja. Jetzt gehen wir aber nicht auf das Gebäude zu, sondern drehen um. Und gehen hier den Weg runter. Ja. Hier ist eine. Die anderen, Mitglieder, ich habe natürlich auch den roten Federfächer auf Y, wie ihr seht. Ja, der hilft hier natürlich auch noch ungemein, weil er nochmal Bewegungsgeschwindigkeit bringt. Oh fuck. Wir gehen hier einfach quasi den Weg nach unten einfach lang. Ja, einfach lang gehen. Und dann auch hier einfach weitergehen. Dann werdet ihr hier die Blüten bekommen. Und das ist alles gar kein Problem.
So, fixe Kehrtwende. Die Blüten sieht man übrigens am besten mittags bis abends. Also nachts sind sie einfach so durchsichtig, dann sieht man sie fast gar nicht. Wir jetzt hier runterspringen und jetzt da hinten rüber zu dem Busch. Das ist relativ wichtig, weil alles andere wäre zu viel Gleitarbeit und würde ein bisschen mehr Zeit kosten. Aber hier kann man dann einfach ganz vogelfrei. So. Ich muss dazu erwähnen, ich hatte vor meinem Start hier hatte ich 66 Sakura-Blüten. Jetzt habe ich die da oben liegen lassen. Ups. Es sollen 75 Punkte sein. Und das heißt, theoretisch müsste ich, wenn wir fertig sind, 140 haben. 141, wenn mir diese eine nicht fehlen würde. Also 141 müsste ich haben, wenn ich 75 finden würde. Aber da mir ja eine fehlt an einer bestimmten Stelle, werden es vermutlich nur 140 am Ende sein, wenn ich alles richtig gemacht habe. So, nachdem wir da oben die drei geholt haben, holen wir hier uns noch die... Schrauben wir uns jetzt quasi nach unten ins Erdreich. Ja, und zwar gehen wir jetzt erst hier rüber, dann dort. Dann darüber. Ihr seht jetzt schon, also Venti ist natürlich im Team wegen dem verringerten Ausdauerverbrauch beim Gleiten, Razor wegen dem verringerten Ausdauerverbrauch beim Rennen und Chao wegen dem verringerten Ausdauerverbrauch beim Klettern. Allerdings klettern wir überhaupt nicht. Fast. So, jetzt haben wir uns nach unten geschraubt und jetzt gehen wir tatsächlich auch in die Wurzelhöhle rein. So, ich aim da so ein bisschen nach oben links. Quatsch, unten links, Entschuldigung. Da hier diese eine Blüte ist, die ein bisschen abgeschottener höher ist, bei der fange ich immer an. Jetzt könnt ihr entweder links oder rechts rumgehen. Hier sehen wir jetzt auch gleich die Blüte, die mir fehlt. Ich weiß nicht wieso. Hier habt ihr das Kuriosum, dass ihr hier eine Blüte habt und hier in der Wurzel drin ist eine Blüte. Die ist einfach da drin. Ja, keine Ahnung warum. So, und jetzt wäre normalerweise hier noch eine. Die fehlt mir einfach. Die ist einfach hier nicht bei mir. Ich weiß nicht, kann euch nicht sagen, wieso oder ob ich die gepflückt habe. Also ich war hier schon ewig nicht mehr drin seit der Quest. Das ist urlang her. Deswegen habe ich hier unten drin jetzt nur 6 Sakura-Blüten. Ihr solltet hier drin 7 haben. So, wenn ihr die 7 dann habt, logischerweise, ja. Also ich habe jetzt 6 geholt, aber eine im Baum. Zur Außen, genau. Ja, 6 und die eine fehlt mir halt. So, jetzt sind wir hier quasi drinnen fertig. Jetzt porten wir uns aber nochmal hoch, weil wir haben ja hier noch den Bereich, der ein bisschen schwerer zunächst ist. Dafür springen wir hier rechts am großen Baum vorbei. Machen dann den übelsten Dick-Move. Und treffen keinen Meter. Na ja, gut. Halt hier hin so. Wenn man dann zielen könnte, dann hat man ein bisschen paar P verloren, aber braucht man ja nicht. So. Hier hoch. Jetzt. Ja. Spitzhorn aufgepasst. Hier. Jetzt wieder hoch. Ich bin ja immer noch unentschlossen, ob ich einmal runterspringe und den Busch nehme und mich dann hoch flitzen lasse oder einfach hier klettere, aber ich glaube, es nimmt sich nicht so viel, da auch zu klettern. So, jetzt gehen wir hier lang. Und jetzt gehen wir hier außen rum. Hier könnte man jetzt zum Beispiel Sayu einmal kurz verwenden, die ich für Chao reinmachen könnte, was ein vielleicht gar nicht so ein dummer Move wäre, aber ach, keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, man kann das auch mit normalen. Man kann auch einfach Elektrogranum nehmen, um das. Und jetzt sind wir hier. Boop. So. Damit haben wir jetzt quasi hier drin alles abgegrast. Ja, und jetzt seht ihr schon, wo ich bin. Ja, jetzt geht es auch direkt hier in diese Richtung weiter.
Ja, bei mir sind die Sakura-Blüten, wie ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt, als Kleeblatt auf der Karte markiert. Das hat man ja meistens Kräuter als Kleeblatt markiert. Aber ihr kennt das ja vielleicht schon, wenn ihr schon ein paar von meinen Farmrouten gesehen habt. So, jetzt haben wir hier unten die Blüte und jetzt könnten wir teleportieren, aber das ist so nah, dass sich das eigentlich nicht lohnt. Je nachdem natürlich, was man für einen Rechner am Start hat und wie lange der Ladebildschirm ist oder ob man auf PlayStation oder so macht. Ne? Bei der PlayStation rate ich immer davon ab, Ladebildschirme auszulösen. So, machen wir so einen kurzen Bogen über den Teleporter auf der Map quasi. Ja, und holen dann die drei noch. So. Jetzt den hier. Jetzt in die Richtung weiter. Da sehen wir auch schon die Blüte. Jetzt hole ich aber nicht die obere, sondern jetzt hole ich erst die... mal hochspringen. Erst die linke. Also die ein bisschen weiter weg ist, weil ich dann nach oben gehen werde und die hier ist halt hier unten und ich sag mal so, da runter zu springen und wieder hoch zu klettern ist halt auch nicht so. Und hier ist der Kletterweg nicht ganz so lang, dass man es mit 2-3 Sprüngen erledigen haben sollte. So, nochmal hier den Fächer anschmeißen, ich vergesse den nämlich immer. So, jetzt hier wichtig, an dieser Spaltenstelle, nicht nach rechts rum, sondern hier oben drauf. Ja, nachdem ihr die geholt habt, natürlich. Ja. Das ist nämlich, dann kann man, wenn der jetzt nicht so blöd gestanden hätte, könnte man jetzt genau das verhindern, weil der blöde Eismagier portet sich sonst einen hier hoch. So, wir sind jetzt hier an dieser Stelle und laufen jetzt hier den Bogen hoch. Ja, die haben wir alle schon. Hier hoch und da wieder runter. Quasi. Mal hoffen, dass er bald ablässt, der blöde Abgrundmagier. Weil der friert einen ein und das ist alles scheiße. So. Interessantes Problem. You're in for a little shock. Ich bin gerade tatsächlich ein bisschen baff, dass ich dagegen nichts machen kann. Okay. Das hat jetzt funktioniert. Wie schön. Hätte er Geschütze auffahren. So. Bei meinen üblichen, jetzt muss ich mal Ciao nehmen, weil er Leben hat. Das sollte natürlich nicht passieren. Das ist auch vorher noch nie passiert. Aber so ist das halt beim Vorführeffekt. Ne? So, jetzt gehen wir hier wieder runter. Verlieren wir ein bisschen Zeit, aber ist ja nicht so schlimm. Es muss ja euch nicht passieren. Ja? Es ist ja mehr so ein Ding, was mir typischerweise passiert, wenn ich eine Farmroute mache. Dann passiert immer alles das, was eigentlich nie passiert. Aber gut, was soll's. Seien wir nicht so nachtragend. Wir sind ja eh gleich durch. So. Hier ist jetzt die Stelle, an der wir teleporten. Ja, so, jetzt kommen wir zum Kamisato-Anwesen. So, zuerst nach oben. Bin mir noch nicht sicher, also man kann vermutlich hier zwei Schienen fahren. Ob man hin und zurück geht oder wieder zurückportet und dann runterjumpt. Bin da noch unentschlossen, vermutlich. Nimmt sich auch da wieder nicht viel. Ja, wir reden hier wirklich von 1-2 Sekunden oder so. Ich gehe jetzt hier halt hin und dann zurück. Kann man so machen oder man kann halt oben wieder hinporten und dann... So, mein Haken ist immer nicht da. So. Das ist vielleicht der Vorteil, dass der Haken nur von der dieser Seite kommt. So, und dann da zum Schiff.
Nee, das ist jetzt wirklich, also nur um alle zu holen, ne? Die ist, also wenn ich mich jetzt, ich sag mal, tryhard-mäßig diese Farmroute jetzt tagelang farmen will, dann würde ich euch da natürlich empfehlen, einen Teleporter hinzubasteln, ja? Also so einen tragbaren Teleporter, einfach damit's die hier euch nicht fast eine Minute Zeit kostet oder was. Diese eine Blüte. Ich baue sie in die Farmroute ein und packe sie nicht ans Ende, einfach weil es ja egal ist, ob wir jetzt von hier wegporten oder nicht. So, ich habe jetzt erst unten dann Kamisato, jetzt gehe ich hier rüber. Das könnt ihr natürlich auch umdrehen. Normalerweise mache ich die linke Seite zuerst. Aber wenn ich labere und dabei Farmrouten spiele, geht schon mal was daneben. Ist aber nicht so schlimm, ob ihr jetzt erst die rechte Seite macht oder die linke, nimmt sich ja nix. So. Dann hier runterlaufen. Das ist halt ein Problem für Sayu hier, deswegen ist es halt scheißegal, ob man die drin hat. So, jetzt haben wir hier eine. Boop. Ich habe das Gefühl, dass Lisa gleich noch stirbt. Aber selbst wenn, was soll's. So, jetzt porte ich wieder zu dem Punkt. Und jetzt fange ich hier außen an. Kriege ich mich langsam nach oben. Oh, jetzt habe ich wieder ein bisschen Leben verloren. Ups. So, der hier. Jetzt kann ich erst. Der ist auch scheißegal, welchen ich jetzt erst. Erst den und dann den anderen oder umgekehrt. Hier ist jetzt gerade dieses Event, deswegen sind die gerade die ganzen Typen. So. Ja. Vielleicht hätte ich an dem oberen da, den ich unten genommen habe, erst nach oben laufen sollen und dann hier zurück. Hier hinter der Wurzel ist er. Aber wie gesagt, wir reden hier von nicht vielen Sekunden, die das ausmacht. Und meines Erachtens ist es trotzdem der effizienteste Weg, so zu laufen. Gibt andere Farmrouten oder andere YouTuber, die andere Farmrouten vorschlagen. Die habe ich vergessen. Und das auch immer so geteilt machen. Das kann man auch alles machen. Ich versuche die Farmroute halt in eins durchzugehen. So, jetzt haben wir den oberen Bereich abgegrast. Ja, jetzt ist dieser Teleporter dran. Und jetzt geht es langsam nach unten. Da ich jetzt keine Sayu mehr drin habe. Und Lisa werde ich gleich wieder den Teleporter verwenden. Weil das dann vermutlich tatsächlich schneller geht, hier hin zu teleportieren und die beiden oberen zu holen. Zumindest bei mir. Wenn ihr in einer Playstation seid, dann gönnt euch ruhig darunter laufen. Das geht genauso gut. So. Ja, wenn man jetzt in einem Gebiet ist, so wie jetzt hier, wenn ich jetzt nochmal zu dem Teleporter zurück, was ich ja jetzt muss, ja, weil ich ja nach unten muss quasi, kann ich das jetzt einfach machen und habe fast gar keinen Ladebildschirm, weil ich einfach direkt daneben stehe, so. Wie man schon sieht, nachts sind sie sehr schwer zu sehen. So, jetzt gehen wir hier ins Dorf rein. Und jetzt auf den Baum, ja, er ist wichtig. Hier sind halt drei, aber den dritten sieht man immer nicht, weil er hier oben ist. So, jetzt nach links außen flattern, quasi auf den Grünstreifen von dem Dorf. Ja. Die sind jetzt wieder sehr hoch gelegen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja. Einfach hier weiter auf den Grünstreifen. Ihr könnt da hier, in dem Fall könnt ihr noch die Treppe benutzen bis hier, aber dann müsst ihr anfangen hier zu klettern, weil tatsächlich alles andere wäre langsamer. Und dann hier rüber.
So, jetzt machen wir noch einen Teleport hier in die Nähe. Ach so, ja. Da kann man jetzt so umgehen. Ihr müsst hier bei diesen Blumen einfach rüberhüpfen auf das Gras und dann. So, da haben wir jetzt alle. So, wenn ich jetzt nachschaue, dann haben wir die Prophezeiten 140. Das heißt, ich habe alle gefunden, bis auf den einen, der bei mir nicht da ist. Ja, das ist schon mal gut. Das heißt, die Farmroute war effektiv, hat funktioniert. Man braucht Sakura-Blüten im Moment charaktermäßig nur für Ayaka. Aber für diverse Gerichte braucht man sie unter anderem für Schnee, Snow in the Heart. Ich habe keine Ahnung, was es tut, aber es sieht lecker aus. Und ja, für den ganzen Kram aus Inazuma halt. Und man braucht 5 Sakura-Blüten für den Elektro-Oculus-Resonanzstein. Das ist das Ding, mit dem man Elektro-Okuli finden kann. So. Soweit, so gut. Das war die Farmroute. Ich hoffe, ihr könnt sie nachspielen, beziehungsweise bei euch ist die eine Sakura-Blüte, die mir fehlt, da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Chosen! Today's no good for going out. Did I say that yesterday as well?